Ich habe jetzt eh nichts Großartiges vorbereitet. Ich habe mir nur gedacht, vielleicht gemeinsam, dass wir gemeinsam, also ich werde so einen Jahresrückblick machen auf meiner Perspektive, wie 2014 war für mich. Es war ein sehr aufregendes Jahr und würde es aber nett finden, wenn Sie vielleicht ein kleines Gespräch draußen schließen. Das heißt, wenn ihr Fragen habt oder so, dann einfach mehr damit. Was war 2014 für mich? 2014 war für mich das Jahr der Extreme. Das Jahr der positiven, aber auch negativen Extreme, würde ich mal sagen. Ich kann mich noch erinnern, ich habe gerade meine Diplomarbeit geschrieben und bin dann irgendwie so um 2 Uhr früh ins Bett oder 3 Uhr früh ins Bett und habe dann noch so mein Handy hergenommen und habe ein bisschen Facebook gesurft. Und da hat gerade begonnen die Krise in der Ukraine, also dieser Konflikt am Maidan, wo es gerade damit begonnen hat, dass Putin so verteufelt wurde, sage ich jetzt. Anzumerken ist, dass ich Putin gegenüber extrem kritisch war, ja, bis ins Frühjahr, es eigentlich jetzt auch noch bin. Ja. Ich habe mich über teilweise seine Äußerungen gegenüber Homosexuellen fürchterlich aufgeregt. Ja. Über die Korruption in Sotschi habe ich mich fürchterlich aufgeregt. Über die Oligarchie, die in Russland herrscht, habe ich mich fürchterlich aufgeregt. Zu Recht auch, wie ich finde. Was mich aber nicht daran hindert, trotzdem einen differenzierten Blick auf den Konflikt in der Ukraine zu haben. Ich kann mich noch, und damals, als ich die Diplomarbeit geschrieben habe, habe ich halt viel von den Leitmedien konsumiert. Ich habe Standard gelesen, ich habe Presse gelesen und ich habe die Kronenzeitung gelesen. Nicht, weil es mir vergnügen war, die Kronenzeitung zu lesen, sondern weil ich das auch als Gegenpol haben wollte zu diesen sogenannten Qualitätsblättern. Dann liege ich im Bett, 2 Uhr früh. Und ein Freund von mir, ein Studienkollege, auch ein Schauspieler, sein Vater kommt aus Bulgarien, gibt unkommentiert einen Link zu einem Interview von Putin. Ein Interview, das er dem WDR gegeben hat, wo der Reporter versucht hat, Putin auseinanderzunehmen wegen diesen Gesetzen, die, ich glaube, 2013 oder 2012 wurden in Russland beschlossen, wo es darum ging, dass sämtliche NGOs, die in Russland beheimatet sind, ihre Finanzen offenlegen. Das war ja ein Riesenskandal. Ja, Putin will die Demokratie abschaffen. Und Putin hat dann in diesem Interview einfach dargelegt, wie es sich in Amerika verhält mit NGOs, dass die da extrem strenge Gesetze haben, schon seit, ich glaube, seit 15 Jahren, strenger als die Gesetze, die in Russland eingeführt wurden. Er hat dann auch aufgeführt, wie viele amerikanische NGOs es weltweit gibt und wie viele russische NGOs es weltweit gibt. Das ist irre, der Vergleich. Ich glaube, es gibt 2 oder 3 tatsächliche offizielle russische NGOs und tausende amerikanische. Das habe ich mir angeschaut. Dann habe ich mir gedacht, okay, vielleicht besteht ja tatsächlich die Möglichkeit, dass Putin nicht ganz so der Bösewicht ist, wie es uns jetzt gerade verkauft wird über Standard, Presse und Co. Und wie ich fertig war mit diesem Interview, kam YouTube empfiehlt ja dann immer Links und Videos, die sich auch andere Leute angeschaut haben, und dann kam Ken Jebsen, wie er sich äußert über die Ukraine, genau. Legendär. Ich kannte den davor nicht, null. Ja. Ich kannte diese ganzen YouTube-Journalisten, diese Internet-Journalisten, diese investigativen Journalisten, die unembeddeten Journalisten, die kannte ich davor nicht. Ich habe von einem Jürgen Elsässer einmal irgendwo was gehört und gelesen, aber wer der wirklich ist, das wusste ich alles nicht. Und dann springt mir dieser Ken Jebsen direkt ins Gesicht, ja, weil das macht er. Er hat eine sehr fordernde Art. Und ich war geplättet. Ich war geplättet. Und habe dann begonnen zu recherchieren über Ken Jebsen. Bevor ich überhaupt
Weil grundsätzlich bin ich eigentlich ein feiger Mensch. Ja. Ich muss unbedingt auf Nummer sicher gehen, bevor ich einen Schritt wage. Und bevor ich das gewagt habe, Ken Jebsen quasi zu Ken Jebsen zu positionieren, bevor ich es gewagt habe, ihn auf meinem Facebook-Profil zu verlinken, habe ich gewissenhaft recherchiert. Und das kann ich. Das gehört auch zur Arbeit eines Schauspielers, zu recherchieren. Also es ist nicht nur so, dass das Journalisten können. Ich würde überhaupt sagen, jeder, der gewissenhaft seinen Beruf ausübt, ist auch fähig, sich damit zu beschäftigen und auch Recherche zu betreiben. Ja. Ob das jetzt ein Koch ist, der sich das beste Kochrezept raussuchen will oder die besten Zutaten, ist ja auch eine Form von Recherche. Dann kann natürlich Ken Jebsen der Antisemit. Ja, wird ihm ja unterstellt, ja, zuhauf. Dann war ich natürlich neugierig, was da dahinter steckt, ja, weil es wird ja nur so diffus angedeutet, immer auf Wikipedia gibt es halt Andeutungen, dass Ken Jebsen wegen Antisemitismus und also wegen des Verdachtes des Antisemitismus vom RBB rausgeschmissen wurde. Und dass er die Möglichkeit besteht, dass er Holocaust-Leugner ist. Und so Sachen werden oben angedichtet. Nur wenn man sich dann mit dieser ganzen, mit diesem Skandal rund um diese RBB-Kündigung auseinandersetzt, dann wird einem schnell klar, dass da eine üble Intrige abgelaufen ist, wo Heinrich M. Broder ganz vorne mit dabei war und auch die Programmgestalter beim RBB sich da quasi haben weitklopfen lassen. Für mich war das dann klar, der Ken Jebsen, dem wurde Unrecht getan und somit habe ich begonnen, auch Postings von ihm zu machen. Ich habe seinen Channel abonniert und so kam ich dann auf die Friedensmahnwache. Und das hat mich unglaublich fasziniert, diese Bewegung, weil es meiner Meinung nach ans Eingemachte ging. Ich hab gesehen, Ken Jebsen, was er, seine Reden sind legendär, was der zu sagen hat. Ich vergleiche den mit einem Karl Kraus oder auch mit einem Rudi Dutschke. Und dann kam Rüdiger Lenz mit seinem ersten Redebeitrag in Berlin, wo er ganz klar die Systemfrage gestellt hat, wo er ganz klar ins Zentrum des Übels, sage ich mal, gegangen ist, nämlich bei den Kindern angesetzt hat, was passiert eigentlich mit uns, wenn wir Kinder sind, was passiert mit uns in der Schule, was macht die Schule aus uns, woraus hat sich die Schule eigentlich entwickelt. Und dann wusste ich, das ist meine Bewegung, weil es eine ganzheitliche Bewegung ist, weil es sich schon auch mit Symptomen befasst, weil die Ukraine ist ein Symptom, aber letzten Endes geht es um die Ursachen. Und die Ursachen sind das Geldsystem, sind der militärisch-industrielle Komplex und sind unser Herrschaftssystem. Und das habe ich bei diesen Friedensmahnwachen erkannt und deshalb habe ich mich da so engagieren können, dass ich etwas anderes Extremes kennengelernt habe, nämlich wie, und deshalb sage ich auch das Jahr der Extreme für mich, wie extrem Menschen auf mich reagieren, bloß weil ich einen naiven Wunsch nach Frieden äußere. Wie pauschal ich abgeurteilt wurde, obwohl ich es immer versucht habe, sehr ausgewogen mich zu artikulieren, sehr differenziert an Kritik auch anzubringen. Und aber in mir trotzdem nichts anderes gesehen hat, als wie einen neurechten Antisemiten. Ich war fasziniert über die Sachen, die man mir an den Kopf geworfen hat. Ich kann mich erinnern, wenn ich mit meiner Familie, mit einem Teil meiner Familie, wenn wir am Weihnachtstisch gesessen sind und begonnen haben zu debattieren und zu streiten, was sehr oft vorgekommen ist, da war ich immer der linke Gutmensch. Ja, das war ich, weil ich gesagt habe, man muss auch bedenken, wenn die Flüchtlinge zu uns kommen. Damals waren es noch nicht zwingend die Moslems, da waren es noch die Schwarzafrikaner, die halt Thema waren. Die Moslems waren genauso schon da, aber es waren halt hauptsächlich die Afrikaner thematisiert.
Und ich habe gesagt, man muss halt auch vielleicht ein paar Jahrzehnte, Jahrhunderte in die Vergangenheit schauen, was hat man mit dem Kontinent Afrika gemacht, was hat Europa mit Afrika gemacht. Ja? Na du linker Gutmensch, und was willst du uns damit sagen, sollen wir alles jetzt daher schenken und so. So hat man da auf mich reagiert. Ja? Und dann sitze ich hier Anfang Mai und dann kommen Gegendemonstranten mit Aluhüten und die sagen zu mir, ich bin ein Antisemit und ein neuer Rechter. Ja? Das war irgendwie faszinierend für mich. Und dann habe ich was Neues kennengelernt, das sind die Antideutschen. Ich weiß nicht, sagt, ist euch das ein Begriff mittlerweile, die Antideutschen? So. Ein besserer Begriff, oder? Ich würde sagen, sie sind der Gegenpol zu Antisemiten. Passen gut zusammen. Ja, stimmt. Es ist oft so, dass Leute sich spiegeln einfach. Ja. Ja, sie spiegeln sich, nur haben sie eine andere Ideologie, aber mit eigentlich den gleichen Methoden und den gleichen geistigen Beschränkungen. Ja, sehr gut. Ja, trifft es genau, ja. Ja. Es gibt eben Leute, die Deutsche grundsätzlich so hassen wie mancher Antisemiten hasst, aber davon eigentlich nur die Juden, denn die Araber sind auch Semiten, das kapieren aber viele überhaupt nicht. Das ist ein Brudervolk, das sich bekämpft. Ja. Und ich will da jetzt nicht tiefer einsteigen, aber das, was oft behauptet wurde, nämlich dieser Ursprung, der lässt sich in vieler Hinsicht überhaupt nicht aufrechterhalten. Und wenn er da wäre, wäre er noch schlimmer. Ich will ehrlich sagen, Menschen sollten sich einfach als Person, als Individuum kennenlernen und akzeptieren und sehen, welchen Charakter jemand hat. Das ist das Wichtigste. Ja. Ja. Genau, also die Antideutschen, das Gegenteil von den Antisemiten. Die Antideutschen sind eine politische Gruppierung, die, ich würde jetzt mal sagen, überdurchschnittlich mit aus dem akademischen Bereich kommen und somit auch unsere gesellschaftliche Meinung oder auch die veröffentlichte Meinung. Es gibt da sehr faszinierende Verbindungen, vor allem bei uns in Österreich wird das klar anhand eines Hochschulprofessors, der klar aus diesem Umfeld kommt. Ich habe den Namen schon so oft gesagt, ich werde es jetzt aussparen. Aber es ist ein Hochschulprofessor, der ganz klar aus dem Umfeld der Antideutschen kommt, der auch ganz klar daraus kein Geheimnis macht, der sich auch als Zionist behauptet. Und die haben Verstrickungen innerhalb der Medien und beeinflussen halt so auch die veröffentlichte Meinung. War faszinierend für mich, die Antideutschen. Dann habe ich gerade gesagt, Zionismus war mir vage und lose ein Begriff, aber dass sich dann junge Menschen hier herstellen und sagen, dass sie Zionisten sind, das hat mich auch fasziniert, muss ich sagen. Weil Zionismus ist eigentlich, aber die dann zugleich auch antinational sind, muss man dazu sagen. Was ist Zionismus? Ja? Oder was ist der zionistische Staat? Ist die Verbindung aus dem Nationalstaat und dem Gottesstaat. Also wie jemand, der den Nationalstaat ablehnt, einen zionistischen Staat akzeptieren kann, ist mir ein Rätsel. Ja? Ich finde das extrem. Das Jahr der Extreme. Ja, dann kam der Gaza-Konflikt zusätzlich zum Konflikt der Ukraine, wo schon diese latente Islamophobie sich bemerkbar gemacht hat. Nicht unbedingt in den Medien selbst, obwohl sie auch schon da war. Man braucht nur schauen, ich habe auf meinem Facebook-Profil so eine Sammlung aus Spiegel-Covern gepostet, wie die in den letzten Jahren über den Islam berichtet haben. Also dass da in Dresden Pegida aufmarschiert, wundert mich nicht. Aber jetzt sind alle überrascht, die Journalisten, und fragen sich, wie konnte das passieren? Es ist so dumm eigentlich schon. Dann war der Gaza-Konflikt, der zugleich begonnen hat mit dem Abschuss des malaysischen Flugzeugs über der Ukraine, was ja nach wie vor offiziell ungeklärt ist, wer das war. Ich habe jetzt
am 25. bei einer Familienfeier habe ich mich ja auch schimpfen lassen müssen, weil ich eben sage, dass das nicht erwiesen ist, dass das Putin war. Oder die Russen waren, weil Putin kann nicht gewesen sein, er wird nicht hochfliegen mit dem Flugzeug und das runterholen. Er war ja hoch. Ja, es gibt da sehr interessante Theorien dazu. Genau. Aber wurscht, darauf gehe ich jetzt gar nicht ein. Der Gaza-Konflikt, die Fußball-WM. Was ich wegen dieser scheiß Fußball-WM gelitten habe, ja? Wenn man sich anschaut, was sich da abspielt, abgespielt hat in Brasilien, oder? Und was ich auch so extrem fand, und schon so extrem, dass es faszinierend ist, dass man eben Putin so gedisst hat und so schlecht gemacht hat wegen dieser latenten Homophobie, die in Russland vorherrscht, Brasilien aber das Land ist mit den meisten Gewaltverbrechen an Homosexuellen. Ja? Wer hat das gewusst von euch? Nicht so viele wahrscheinlich, ja, ist aber so. Gut, dann war diese Fußball-WM, wo ich mir vorgenommen habe, kein einziges Match mehr anzuschauen. Ich habe es durchgezogen, bis auf eines. Eines musste ich mir anschauen, weil ich Besuch hatte und der hatte darauf bestanden. Das war aber auch das spannendste Match. Das war das Match Deutschland gegen Brasilien, wo sie irgendwie 7:1 gewonnen hatten. Ich glaube 7:1 sogar. Ja. Die Brasilianer haben wir schon so haben wir richtig leid getan. Der Gaza-Konflikt, da hatten wir dann hier auch einen Menschen mal als Redner, der eben von der anderen Seite kam, der ein Kritiker war von dem Friedensmann, der mich dann eingeladen hatte, hier zu reden, der das auch angenommen hatte. Der sich dann halt auch einfach hingestellt hat und gesagt hat, er ist Zionist. Obwohl er sich gar nicht wirklich klar darüber ist, was er damit eigentlich sagt, als junger Mensch und vor allem als Antideutscher, der Nationalstaaten ablehnt. Und das andere Extrem, und mit dem höre ich jetzt dann auch auf, das waren die Journalisten. Das war unfassbar für mich, weil ich den Zeitungen eigentlich vertraut hatte und auch geglaubt habe, was darin steht. Ich habe eigentlich nichts in Frage gestellt, was ich im Standard gelesen habe, weil ich für mich das Gefühl habe, lachsrosanes Papier, so alternativ, so progressiv, das lesen Akademiker, das lesen junge Leute, das ist modern, was da drinnen steht, auf das kann man sich verlassen. Ja, unseriös, unabhängig. Ja, es hat das, was ich. Ich meine, ich war immer eine latente Kritik, war schon vorhanden, ja. Aber nicht jetzt dem Standard gegenüber, ja. Eher der Kronenzeitung gegenüber. Ja. Jetzt mittlerweile bin ich sehr skeptisch allen gegenüber. Und es war die Krise in der Ukraine, es war das, was sich am Maidan abgespielt hat mit den Scharfschützen. Es gibt jetzt aus Vancouver einen Professor, der das in Eigenregie aufgearbeitet hat, was sich da mit abgespielt hat am Maidan mit diesen über 80 Todesopfern. Und der ist ganz klar zu dem Entschluss gekommen, dass diese Schützen aus dem rechten Sektor kamen. Dann war dieses Massaker in Odessa, wo das Gewerkschaftsgebäude gebrannt hat. Und dann war es vorbei. Dann war es vorbei. Ab dem Moment war für mich das Thema freie Medien durch. Das Thema freie Medien oder freie Berichterstattung in den Leitmedien war ab dem Moment,
wie in Odessa, es waren sicher mehr als 40, aber 40 offiziell, wie 40 Menschen umgebracht wurden, verbrannt wurden. Ab dem Moment war es gegessen. Ab dem Moment habe ich mein Vertrauen verloren und auch war ich irrsinnig enttäuscht von namhaften Journalisten, die ich eigentlich auch unterstützt habe, indem ich gut über sie geredet habe, indem ich Werbung für sie gemacht habe. Wie viele von euch wahrscheinlich auch. Ja. Das war gegessen für mich. Und es ist eigentlich nicht viel besser geworden. Es hat sich zwar, man könnte sagen, ein bisschen geändert, aber kann sein, dass das auch nur so ein optimistischer Hoffnungsgedanke ist von mir, dass sich da jetzt auch innerhalb der Leitmedien der Widerstand breit macht. Es gibt auch innerhalb der Leitmedien gute Journalisten. Es ist nicht so, dass alle sich verraten haben, das würde ich jetzt nicht sagen. Die wenigsten machen es böswillig, so zu berichten, sie können gar nicht anders. Aber ich kann es anders. Und ich habe jetzt aufgrund meines Engagements für die Friedensmahnwachen auch indirekt meinen Beruf verloren. Als Schauspieler, was mich aber nicht wirklich sehr stört. Ich liebe es zwar auf der Bühne zu stehen, ich liebe es fürs Publikum zu spielen, aber das Systemtheater ist genauso krank wie unser System. Ja, man braucht nur schauen, da ist das Burgtheater. Wer erinnert sich an den Skandal rund um den Hartmann? Da sind ja auch nur die harmlosesten Sachen an die Öffentlichkeit gekommen. Naja, ich wollte jetzt noch sagen, ich höre dann auf mit den extremen Journalisten, aber es gibt noch was anderes Extremes, was mir auch noch aufgefallen ist. Ich bin ja Künstler. Ich habe Schauspiel studiert. Ich war auf einer sehr elitären Universität. Und Schauspieler neigen dazu, wie auch alle anderen Künstler, würde ich mal sagen, zu behaupten, dass sie die Welt zu einem besseren Ort machen. Das wird halt so vor sich rumgetragen. Weil die Kunst gestaltet die Welt, die Kunst verändert die Welt zum Guten. Jawohl! wird so behauptet. Ja. Aber nur, wie ich dann gemerkt habe, dass ich da alleine stehe, wie ich gemerkt habe, dass ich es zuhauf bei ehemaligen Studienkollegen probiert habe, hierher zu kommen, wie ich gemerkt habe, wie Typen, die mich geprägt haben, der Thomas D. zum Beispiel von den Fantastischen Vier, nicht das Maul aufkriegt, da irgendwie Stellung zu beziehen gegen das Abschlachten von Zivilisten in der Ukraine. Wie ich gemerkt habe, dass so jemand wie der Herbert Grönemeyer einfach das Maul hält. Wer noch aller? Ja, sogar, ich meine, der Konstantin Wecker, der macht zwar viel, er macht wenigstens den Mund auf oder so, aber er hat ja auch nicht den Schneid, auf eine Friedensmahnwache zu gehen. Er war in der Anstalt. Oh, ja, er kommt in der Anstalt war er, ja. Aber von der Friedensmahnwache war er. Ich hoffe. Also so diese extreme Verlogenheit, egal in welchen Bereichen, das war so das einschneidendste, prägendste Erlebnis 2014. Und dann aber auch die Erkenntnis, dass es so viele Menschen gibt, die bei dem ganzen Scheiß eigentlich nicht mehr mitmachen wollen. Die meisten Menschen nämlich. Und woran merkt man das? Man merkt es hier, ja, so wie wir hier beieinander stehen. Wir sind jetzt nicht viele, aber immerhin sind wir da, ja, heute am 29. bei Schnee und Minustemperaturen. Wir sind immer noch da. Wir sind zwar keine 20.000 Leute wie bei Pegida, aber scheiß drauf. Ist mir eigentlich wurscht. Qualität statt Quantität. Yeah.
Und das, und dann, hier, die ganzen Leute, die ich da jetzt innerhalb dieser neuen Friedensbewegung kennengelernt habe, ja, sei es der Lars Werholz, der auch ein Kauz ist, ja, aber wer ist das nicht? Ja? Der Ken Jebsen, der auch ein Kauz ist. Du auch? Ja, wer nicht? Ja. Der Oliver Janik, ja. Der Franz Hörmann, der Rico Albrecht, Andreas Popp, ja, es gibt so viele Leute, die ich nicht kannte, wofür ich eigentlich dieses Jahr der Extreme dankbar annehme, für diesen Gewinn, den es mir beschert hat. Und darf ich auch? Na sicher. Ach ja, und genau, jetzt muss ich nochmal zurück, ich habe meinen Beruf quasi verloren, was mich aber nicht stört, weil ich jetzt einfach mich selbstständig machen werde, weil ich mir einfach gedacht habe, wenn... Danke. Wenn Leute wie der Erik Frey Ressortleiter sind im Standard und sich Journalisten schimpfen, wenn Typen wie der Kleber im deutschen Fernsehen sitzen, dann liegt die Latte nicht sehr hoch, um halbwegs guten Journalismus zu machen. Und das ist jetzt mein Projekt dann ab Jänner. Ja, ich werde ein Internet-Channel hochziehen und werde mich ein bisschen orientieren an dem, wie es der Jebsen macht. Und ich denke, sowas fehlt in Österreich auch. Nämlich nicht investigative Journalisten, die gibt es nämlich schon auch bei uns. Aber was es nicht gibt, ist so Wadelbeißer, wie es der Ken Jebsen sind. Wadelbeißer abwehren. Wadelbeißer abwehren. Okay. So, wie soll man sagen, Revolutionäre. Wie es der Ken Jebsen sehen. Ja, aber auch ein bisschen Aufdecker. Aufdecker auch, ja. Kritische Aufdecker, ja. Würde ich sagen. Oder kritische Aufdecker, ja. Die sich wirklich kein Blatt übrigens vor den Mund nehmen. Ab 1. Jänner könnt ihr ja den Film über Snowden sehen. Ein Dokumentarfilm. Ab 1. Jänner. Ich habe den Interview gelesen. Also auf jeden Fall im Gartenbauchkino, was auch nicht so kritisch ist. Aber den Film zeigen sie. Ja, super. Ich habe ein Interview gelesen. Okay. Ja. Von der Frau. Ja, das war. Das war so jetzt mal mein grober Jahresrückblick. Fragen? Irgendwer was zu sagen? Bitte. Sonst lese ich euch noch was vor. Also ich finde schon, man sollte noch ein Wort verlieren. Bitte. Über die Grauslichkeiten, die wir erfahren haben, die das Foltersystem in den USA beinhaltet, was zwar besprochen wird, aber nicht wirklich verfolgt werden soll. Das ist schon eine Sache, dass man sich fragen muss, wo ist die Demokratie hin? Es ist eine unglaubliche Sache, die wir natürlich gewusst haben, die aber bisher nicht wirklich zugegeben wurde. Ja. Jetzt durch den Bericht, vor allem durch die Äußerungen, die von den verantwortlichen Politikern zu dieser Zeit getätigt wurden, noch eine Nummer schärfer erscheint. Na, Frau Christel, was war man denn, wenn man gesagt hat, in Polen gibt es Geheimgefängnisse? Ja, was ja, war ein man Verschwörungstheoretiker. Dann war man ein Verschwörungstheoretiker. Also ich kann fast und jetzt sagen, ist es offiziell. Die Dinge, für die ich als Verschwörungstheoretiker schon oft gebrandmarkt bin, haben sich dann doch mehr erwiesen als Dinge, die man auch nachweisen kann. Das gilt sehr stark eben auch jetzt für diese wirklich fürchterlichen Dinge, wo Menschen eigentlich vor internationale Gerichtshöfe stehen. Absolut, sofort. Cheney, Bush, Rumsfeld, ja, ohne jetzt, mit der Wimper was ich gelesen habe, 70% oder noch mehr der Amerikaner akzeptieren inzwischen die Folter als das, was getan worden ist, als einen Punkt, der ihr Land sicherer macht. Das finde ich
fast noch drüber. Ja. Na, dass man sich quasi mit diesem System anfreundet und was heißt nicht nur anfreundet, sondern es auch anfängt zu unterstützen. Ja. Das ist eben dieses Herrschaftssystem. Ich habe mich mit meiner Tante unterhalten jetzt und sie hat mit ein offenes Gespräch. Meine Tante ist cool, ja, die ist nicht unbedingt auf einer Linie mit dem, was ich sage, aber mit der kann ich drüber reden, normal drüber reden. Mittlerweile am Anfang war sie auch ein bisschen Abwehr mir gegenüber. Und sie hat zu mir gesagt, was mich fasziniert, Stefan, ist, dass ich mich von dir bedroht fühle. Mit dem, was du machst, bei den Friedensmahnwachen, fühle ich mich bedroht und werde aggressiv. Aber ich weiß nicht warum. Weil eigentlich hast du recht. Weil eigentlich baut unser System auf Ungerechtigkeiten auf. Aber um sich das mal einzugestehen zu können, oder bis man soweit ist, muss dieser Panzer mal weg, der einen aufzwingt. Und ich vergleiche das so. Eine Familie, die einer ganz klaren Struktur folgt. Ja, nehmen wir mal an, es ist eine fünfköpfige Familie, Vater, Mutter und die drei Kinder. Und der Vater ist ein Tyrann, ein Familientyrann. Bei diesen drei Kindern hat er ein Liebling, ein zweites Liebling und das dritte Kind mag er nicht. Und dieses dritte Kind kann dieses System dieser Familienherrschaft, dieses Tyrannentum des Vaters nicht mehr ertragen und stellt sich hin und sagt zu den anderen Kindern, du, was unser Papa mit uns macht, das ist nicht okay. Und die anderen beiden Kinder sind aber nicht fähig, sich mit dem zu solidarisieren, der sowieso immer eine auf den Deckel kriegt, sondern müssen ihre Position behaupten, die das besser gestellt hat. Und dadurch fühlen sie sich in ihrer Position angegriffen von den Knirps und lehnen das einfach kategorisch ab, was er sagt, und sind nicht mal fähig zuzuhören. Und so wird der dann eigentlich, der einfach nur das sagt, was ist, der die Ungerechtigkeit benennt, wird dann plötzlich zum Unruhestifter diffamiert, zum Apokalyptiker, gibt ja auch ganz nette Ausdrücke für so systemkritische Menschen. Was ich spannend gefunden habe, ich hab mir jetzt vor kurzem erst das Interview angeschaut mit Ken Jebsen, was ich da ganz spannend gefunden habe, da hat es einen Satz gegeben, wo er gesagt hat, also wo ihn der Ken gefragt hat, was machst du mit dem Gewaltverbrechen? Und dann sagt er, ich schaue, dass ich sie dazu bringe, sich in sich selbst zu verlieren. Und da habe ich lange drüber nachgedacht, weil auch was er sonst noch dazu gesagt hat, das ist eigentlich, das Problem ist eigentlich, warum jemand gewalttätig wird, ist eigentlich das, dass der so weit von sich selber weg ist, von seinen wirklichen Bedürfnissen, die kennt er überhaupt nicht. Ja. Also die Leute, die da wirklich ganz oben sitzen und das Sagen haben, die haben überhaupt nie gelernt, glaube ich, mit sich selber in Kontakt zu sein und ihre eigenen Bedürfnisse überhaupt zu spüren. Ich würde gar nicht sagen, dass sie es nicht gelernt, sondern verlernt. Man hat es ihnen weggerissen, ja, das selbst zu sein. Von ganz klein auf, na ganz klar, ist halt leider so, es ging ja mir auch so, ging euch auch so. Unser System ist darauf aufgebaut, dass man seine eigenen Bedürfnisse nicht mehr erkennen kann und ausleben kann. Ja. Dass man einfach die Fresse halten muss, wenn was Ungerechtes passiert, weil man sonst im Job einfach zu leiden hat. Ja. Ihr seid trotzdem diejenigen, die schon dagegen sind. Ja, also, aber es gibt eh viele. War zu meiner Generationszeit noch gar nicht mehr weg. Ich habe mir jetzt. Ja. So, und jetzt möchte ich noch was vorlesen. Ja. Noch eine kleine Geschichte, die eh nicht lange dauert. Und das ist jetzt meine Verabschiedung dann vom alten Jahr ins neue Jahr.
auch auf Facebook entdeckt. Es war einmal eine Insel, wo alle verschiedenen Gefühle leben. Das Glück, Traurigkeit, das Wissen und all die anderen, auch die Liebe. Eines Tages meldete man den Gefühlen, dass die Insel sinken wird. So bereiteten sie ihre Schiffe vor und verließen die Insel. Nur die Liebe wollte es bis zum letzten Moment bleiben. Als die Insel unterging, rief sie um Hilfe. Der Reichtum war in der Nähe und die Liebe fragte ihn um Hilfe. Der Reichtum? Nein, ich habe zu viel Geld und Gold auf meinem Schiff. So habe ich keinen Platz für die. Auch alle anderen hatten keinen Platz für die Liebe. Weder der Hochmut, noch die Traurigkeit, noch das Glück. Auf einmal hörte die Liebe eine Stimme. Komm, ich nehme dich mit. Es war ein alter Mann, der zu ihr gesprochen hatte. Die Liebe war so glücklich, dass sie nicht nach seinem Namen fragte. Als beide auf festem Boden ankamen, ging der Alte weg. Die Liebe merkte, wie viel sie dem Alten schuldete und fragte das Wissen. Wer hat mir geholfen? Das war die Zeit, antwortete das Wissen. Die Zeit? Fragte die Liebe. Aber warum hat die Zeit mich gerettet? Das Wissen lächelte weise und antwortete ihr, weil nur die Zeit verstehen kann, wie wichtig wahre Liebe im Leben ist. Bis zum nächsten Jahr!